Liebe Geschwister, die Bibel erzählt uns von einem Gott, der räumlich nicht gebunden ist und von einem Gottesvolk, das auf Wanderschaft ist, von Menschen, die aufbrechen, von Jüngerinnen und Jüngern, die sich auf den Weg machen. Und sie erzählt genauso von Menschen, die sich niederlassen und eine neue Heimat finden, Häuser und Altäre bauen oder Gemeinden gründen. Irgendwo dann endet die Bibel, ein bisschen wie mitten im Satz, und weiter müssen wir sie schreiben. Mit unseren vielen Leben, mit unseren Entscheidungen, mit unserer Antwort auf Gottes Anrede. Geschützt durch seine Verheißungen und ausgestattet mit dem, was die Bibel über Gott und Menschen weiß. Begleitet von Bildern der Bibel, die uns alle prägen und geprägt haben. Bilder, die identifikativ sind für uns als Kirchen und Gemeinden. Welche dieser vielen Bilder gelten denn jetzt eigentlich gerade? 2024 in der EKM. Und was ist vor allem auch unser Selbstbild? Sind wir in diesen Zeiten wie die, die mit Jesus im Boot sitzen, also im Sturm und in den Stürmen, auf der Suche nach einem Ufer oder der richtigen Route? Haben wir gerade ein Ziel? Oder sitzen wir eigentlich gerade mitten in einer Windstille, ohne treibende Kraft? Sind wir wie die, die Jesus in die Welt geschickt hat, ohne was in der Tasche, aber mit viel Staub auf den Füßen, ohne feste Behausung, aber inspiriert vom Heiligen Geist? Oder sind wir gerade ziemlich feigenbaumig? Sind wir mutig und raufen die Ehren da, wo wir es endlich sollten, wieder den uns einstmals selbst gegebenen Regeln? Sind wir womöglich wie die vorpfingstlich im Haus sitzende, zaudernde Jüngerschar? Oder die nachpfingstlich stabilen? Wie leben und kommunizieren wir das weiter, was die Mütter und Väter des Glaubens begonnen haben? Ich finde, wir dürfen nicht aufhören, uns das immer wieder zu fragen. Liebe Geschwister, von dem spürbaren Gottesgeist und ganz vielen stabilen Machern und Macherinnen könnten wir tatsächlich richtig viel berichten. Wir könnten euch heute viele sehr echte bunte Bilder zeigen von fröhlichen Festen und zu Herzen gehender Arbeit in den Gemeinden, Videos großartiger Kindermusicals, Bandprojekte und Chortage, streifenfreie Hochglanzbilder der letzten Sanierungsprojekte an den Kirchenbauten. Und sehr viele Zahlen. Und wir könnten uns alle zu Recht an dem wahrhaft großen Reichtum des kirchlichen Lebens im Norden der Landeskirche freuen. Und wir würden hier alle sitzen und uns darüber freuen und doch gleichzeitig wissen, das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Wir möchten daher diese segensreichen Bilder vorausgesetzt Stimmen zu Wort kommen lassen mit diesem anderen auch. Was belastet die Aktiven und macht es ihnen manchmal schwer? Und warum bleiben aber Menschen trotzdem dabei bei der Kirche? Das hören wir jetzt ehrlich und in O-Ton. Eine kleine filmische Momentaufnahme aus einigen Kirchenkreisen. Ehrenamtliche kommen zu Wort und danach drei Hauptamtliche live und in Farbe hier vorne am Pult. Film ab. Thank you.
Warum engagierst du dich? Für mich ist Ehrenamt die Möglichkeit zum gestalterischen Handeln, das Verbinden von offenen Fäden, das sich auf dem Weg machen. Die sinnspendende Aufgabe ist, zusammen mit anderen Ehrenamtlichen etwas für die Bedürfnisse der Menschen zu tun. Ehrenamtliche sind das Rückgrat der Kirchgemeinde, die Nervenstränge im Kirchspiel. Wir haben die Herausforderung und die Chance, uns an Veränderungen, Bewahrung und Weiterentwicklung zu beteiligen. Es macht Freude, Veranstaltungen zu organisieren. Es macht Stolz, wieder einen Bauabschnitt beenden zu können. Es weitet den Blick für die kleinen Lösungen, die jeder selbst beitragen kann. Warum engagiere ich mich? Weil es mir Freude macht. Weil ich Spaß an den Herausforderungen habe, die uns dieses Ehrenamt jetzt manchmal bietet. Weil ich in der evangelischen Kirche sowas wie Heimat gefunden habe und ich der Überzeugung bin, für das, was einem lieb ist und was einem Heimat ist, dafür sollte man sich auch engagieren. Weil ich hier eine Gemeinschaft erlebe, in der ich mich wohl und geborgen fühle, weil es in unseren Kirchengemeinden vielfältige Aufgaben gibt, die alle interessant und spannend sind, weil mich die Vielfältigkeit der Aufgaben interessiert, das menschliche Miteinander. Ich engagiere mich bei uns in der Kirchengemeinde, weil es mir wichtig ist, dass die Kirche ein lebendiger Ort bleibt. Ich bin selbst damit aufgewachsen, dass wir zur Kirche gehen konnten und immer einen Ansprechpartner gefunden haben. Und genauso möchte ich es auch für unsere Kinder. Und dafür brauchen wir Ehrenamtliche, die sich weiterhin engagieren und ihre Zeit für unsere Kinder und für unsere Gemeindemitglieder investieren. Ich engagiere mich in der ESG, weil es mir hier total Spaß macht. Die ESG ist so ein richtiges Zuhause. Hier kann man alles machen, hier kann man alles ausprobieren. Ich liebe es, Ideen hier umzusetzen und dafür ist die ESG der perfekte Raum, denn hier sind coole Leute, die mitmachen und hier haben wir die Materialien, wir haben hier Räume, in denen wir uns ausbreiten können und das finde ich großartig. Weil Jesus eine große Rolle in meinem Leben spielt und ich ihm auch im Alltag dienen möchte. Was macht es manchmal schwer? Sätze wie, ach, das machen wir schon seit 20 Jahren so, das geht nicht anders. Zur Frage, was belastet mich in der ehrenamtlichen Arbeit, ist so, dass man gerne mehr Zeit hätte, sich für bestimmte Dinge zu engagieren. Da aber viele Ehrenamtlichen auch noch in anderen Bereichen ehrenamtlich engagiert sind, ist es oft ein Zeitmangelproblem. Wie könnte man das lösen, dass gerade für solche Sachen auch von politischer Seite mehr Freiraum gegeben wird, sodass das Ehrenamt stärker gewürdigt und in den Fokus gerückt wird? Also ich bin immer ein bisschen traurig, dass ich zu wenig Zeit eigentlich habe für unser GKR, für unseren Gemeindekirchenrat. Aber so wie ich kann, bin ich dabei und ich helfe gern und engagiere mich, so weit ich kann. Mich belastet dabei, dass ich manchmal für viele solche schönen Sachen zu wenig Zeit habe. Wir sind ein Vier-Generationshaus, bei mir wohnt mein Enkelchen, das ist 9 und mein Vati ist in Pflege, der wird 90. Und erst kommt die Familie und dann, wenn noch etwas Zeit übrig ist, dann kann ich mich noch in Verein oder um andere Menschen kümmern. Aber manchmal möchte ich mich noch mehr einbringen, aber die Zeit fehlt manchmal. Belastend tut mich dabei, dass man manchmal einfach nicht die Möglichkeiten hat, irgendwelche Projekte vielleicht auch so umzusetzen, wie man sich das Ganze erhofft hat, einfach vielleicht auch aus geldtechnischen Gründen oder vielleicht, weil die Beteiligung oder auch die Zeit bei einem selber gar nicht so ausreichend ist, bestimmte Projekte einfach umzusetzen. Aus Erfahrungen kann ich sagen, dass das Ehrenamt ja verpflichtet und die Termine als zusätzliche Termine in meinem privaten Kalender sind und diese Belastung, diese Termine auch einhalten zu können, ist nicht zu unterschätzen. Die Arbeiten sind umfangreich und sie werden immer mehr und treiben uns manchmal auch an die Grenzen unseres Machbaren. Belastend tut mich eigentlich bei dem Ehrenamt in dem Posaunenchor gar nichts, weil mich das entlastet, die Musik. Was mich vielleicht traurig macht, ist der Nachwuchs, den wir schlecht finden, wo wir
wissen, dass wir sind vorletztes Jahr 75 Jahre alt geworden, dass es weitergeht. Also das, was hemmt oder belastet es eigentlich oder was mich so stört, dass so wenig Echo zurückkommt oder Anerkennung oder dass es so wenig gewürdigt wird, das Amt, das Ehrenamt. Was mich belastet, ist, dass die Pfarrbereiche immer größer werden. Dadurch geht der Kontakt zu den Pfarrern verloren. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, wäre es natürlich mehr Personal. Ich engagiere mich gerne auch in der Kirche und da stört mich, wenn ich das Gefühl habe, dass die eigentliche Arbeit von den Ehrenamtlichen getan wird und sich die Hauptamtlichen vor allem selbst verwalten. Auch zum Beispiel, wenn viel Zeit, Energie, Ideen in irgendwelche Konzepte gesteckt werden und die Arbeit, die dann aber vor Ort getan wird, eher von den Ehrenamtlichen gemacht wird. Mich belastet die Situation, dass die Kirche noch nicht die mediale Präsenz hat, die andere Gruppen besitzen auf den Social Medias wie Instagram und TikTok, so dass die Jugendlichen einfach Nähe und Echtheit und Authentizität vermittelt bekommen. Was mich in meinem Ehrenamt hemmt, das sind die oft fehlende Wertschätzung der Hauptamtlichen oder auch die äußerst mangelnde Kommunikation zwischen Haupt- und Ehrenamt. Das bedeutet nicht nur bei der Wertschätzung, dass man nur ein Danke sagt, das bedeutet viel mehr. Und was bei der mangelnden Kommunikation oft das Problem ist, dass auf E-Mails nicht geantwortet wird und das ist äußerst bedeutend, wenn man auch Veranstaltungen abstimmen muss. Was würde es leichter machen? Was mir die Arbeit in der Kirche auf jeden Fall leichter machen würde, ist, wenn man genug Ehrenamtliche hat, die Themenfelder abdecken, in denen sie wirklich gut sind, dass man eine Struktur reinbringt, wo jeder seine eigenen individuellen Qualitäten so hervorbringen kann. Weil zurzeit haben wir das Problem, was ich zumindest aus der Jugendarbeit und auch aus dem Gemeindekirchenrat mitbekomme, dass wir für zu viele und zu komplexe Aufgaben viel zu wenig Ehrenamtliche haben. Und ich sehe, dass wir genug Leute hätten, die sowas machen können, die sich aber persönlich oder aus anderen Gründen noch nicht dafür bereit fühlen, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Vernetzung der Ehrenamtlichen, dass die Ehrenamtlichen untereinander kommunizieren können, wenn was abgesprochen werden soll. Einfach gesprochen, wenn sich mehr Leute noch ehrenamtlich engagieren würden. Aber das ist schwierig und grundsätzlich würde ich sagen, mehr Bewusstsein dafür und manchmal einfach ein liebes, nettes, dankbares Wort für all das, was man tut. Was motiviert dich? Was motiviert mich? Also eigentlich die Begegnung mit Menschen. Mit fröhlichen, aufgeschlossenen Christenmenschen. Und es ist eine Freude, so überregional auch unterwegs zu sein. Jesus hat gesagt, er ist zu uns gekommen, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Und das ist auch mein Leitsatz für den Alltag und das motiviert mich. Ich engagiere mich gerne in unserem Ort, weil ich mich hier sehr zu Hause fühle. Ich bin schon immer gerne unter Menschen gewesen. Und wenn man unter Menschen ist, da lernt man den kennen und den kennen. Man hört seine Geschichte. Man kann auch mal sein Herz ausschütten. Und ich backe leidenschaftlich gerne Kuchen. Und am schönsten ist es, wenn den Leuten dann auch mein Kuchen noch schmeckt. Das Vertrauen auf Gott, die Gemeinschaft miteinander, das Getragensein in der Gemeinschaft und dass wir hier viel zusammen erarbeiten und dadurch auch zusammenwachsen und ich auch weiß, dass ich mich auf andere hier verlassen kann im Kreiskirchenrat. Ja, die ESG ist, fand ich, immer ein Ankerpunkt, um hinzukommen, wenn man vor allem wie ich den Studienort ein paar Mal gewechselt hat. Und da findet man immer Leute, die ähnlich denken wie ein und auch immer aufgeschlossen sind für neue Ideen und neue Möglichkeiten. Und wenn man dann selber Ideen hat, dann gibt es auch immer genug Leute, die auch Lust haben, daran mitzuarbeiten. Also ich engagiere mich in der Kirche, da ich im christlichen Glauben und auch in der evangelischen Kirche Mitteldeutschland großes Potenzial sehe, dass Menschen persönlich Stärke gibt, aber auch was ein starkes Bindeglied zwischen den Menschen und der Gesellschaft ist. Und wir damit, glaube ich, hier was haben,
was sowohl auf einer politischen als auch auf einer gesellschaftlichen Ebene die Menschen persönlich und als Gruppe weiterbringen kann und weil das auch ein großer Wert ist, mit dem man sich identifizieren kann und man da jeden Tag, wenn man aufsteht, was hat, an was man wirklich glauben kann und dem man auch hinterher eifern kann. Ich bin seit 3 Jahren im Ruhestand und ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie nicht gebraucht werde. Es stehen immer irgendwelche Projekte an, die einen fordern und die mir Spaß machen. Ich bin nicht unbedingt die Entscheidungsfreudigste in meinem Amt, aber ich gehöre zu den Machern. Ich bin der praktische Mensch, viel und überall gleichzeitig an der Stelle, wo ich gebraucht werde. Das macht mich aus. Was mich motiviert, mich in der Kirchengemeinde Poch zu engagieren, ist auf jeden Fall der Umgang mit den Leuten dort. Dieses ständige, bedingungslose Helfen und manchmal auch einfach bedingungslose Dasein tut mir und vielen anderen in der Kirchengemeinde Poch, glaube ich, sehr gut. Und man bekommt einfach immer das Gefühl von Dankbarkeit vermittelt, egal was man gemacht hat. Also für mich ist es selbstverständlich, dass ich mich ehrenamtlich engagiere. Ich hatte vorher ein Ehrenamt in einer Hospizbegleitung, das habe ich beendet und dann habe ich nach einem neuen gesucht und bin über die Notfallseelsorge gestolpert und in dem Augenblick wusste ich, das ist es. Und berührt hat mich der Satz in der Ausbildung, wir sind Geburtshelfer der Trauer und das ist etwas, was geblieben ist. Und wir kommen am Karfreitag, ganz gleich, ob jemand aus dem christlichen Kontext kommt oder nicht. Es ist in der Tat so und es macht für mich einen Unterschied, ob ich, oder ich sehe ja den Unterschied bei den Menschen, ob ich, wenn ich gehe und zu dem Augenblick, als ich gekommen bin. Und das ist nicht nur ein Benefit, den ich bringe, sondern auch einen, den ich mitnehme. Ich engagiere mich in der Gemeinde in Poch. Speziell ist es der Backofen, der es mir angetan hat und bin ganz neugierig auf die Arbeit auch zusammen mit anderen Menschen. Strahlend blauer Himmel. Es gibt gut zu tun. Und nachher freut sich das Ehrenamt auf mich und ich mich auf es. Den Ehrenamtlichen kommt jetzt noch ein bisschen hauptamtliche Perspektive. Saskia Lieske, Pfarrerin im Pfarrbereich Thale, 4 Orte gehören dazu und es gehört noch ein Teil Klinikseelsorge in Halberstadt dazu. Was mich motiviert, ich möchte von einer Begegnung erzählen, die ist noch gar nicht so lange her. Fast 100 Konfirmanden aus verschiedenen Gemeinden in der EKM haben sich auf dem Schloss Mansfeld zum Konfi-Castle getroffen. Es ist ein bunter Haufen. Wenn man sich die Konfis anschaut, dann ahnt man bei manchen, dass die es auf den Schulhöfen höchstwahrscheinlich schwer haben dürften. Bei anderen weiß man von dem Stress zu Hause und wieder andere, auf deren Schultern lasten viele Erwartungen. Ein Wochenende sind wir gemeinsam unterwegs, lernen uns kennen, sowohl die aus der eigenen Gruppe als auch die aus anderen Gegenden unserer Landeskirche. Und mit der Zeit kommen immer mehr Talente zum Vorschein. Ist Zeit und Raum für die großen Fragen des Lebens, wird über Gott und den Glauben gesprochen. Die Konfis scheinen es zu genießen. Sie scheinen es zu genießen, mal in anderen Rollen unterwegs zu sein, als die, die sie im Alltag haben und auf die sie so schulischerseits und in ihren Beziehungskontexten festgelegt sind. Der Alltag wird wieder kommen. Das Konfi-Castle ist auch kein Himmel auf Erden, nicht unbedingt. Und dennoch fahre ich glücklich zurück. Und ich freue mich eigentlich noch tagelang über diese Erfahrung, die wir dort machen konnten. Ich freue mich darüber, wie einzigartig und wie wunderbar Gott die Konfirmanden und Konfirmandinnen gemacht hat.
Und auch darüber, welches Privileg das eigentlich ist, in der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen diese jungen Menschen eine kleine Zeit, bei uns in der Gegend sogar viele Jahre, begleiten zu können. Volker Plüschke, Dorffahrer im Kirchenkreis Eisleben-Sommerda, verantwortlich für 11 Kirchen zwischen Harz und Kyffhäuser. Ich bin, wie an vielen Stellen der EKM, in einer Gegend, die wirklich weites Land ist. Wenn alle 2 Monate die Kisten mit den 2.500 Gemeindebriefen verteilt werden, dann stehen 72 Kilometer auf dem Tacho, kürzeste Strecke für alle meine Fahrorte. Und es stehen auf dem inneren Tacho 23 Begegnungen mit Männern und Frauen, die dann die Hefte in die Briefkästen stecken und mit denen ich einige oder manchmal auch mehrere Sätze spreche. Und wenn man dann zurückkehrt und sein nebenkostenfressendes Pfarrhaus sieht, ist man trotzdem erfüllt. Erfüllt von den Begegnungen, von dem Engagement, erfüllt auch von der Naturschönheit hier in mitteldeutschen Landen. Und diese Erfüllung, die ist ja eigentlich erst einmal nur in der Gemeindebrieflogistik, aber noch viel mehr ja in dem, was eigentlich die Kernaufgaben des Pfarrberufes sind. Vor 10 Tagen war Ostern. Viele von Ihnen kommen auch aus dörflichen Gegenden. Für mich als Dorfkirchenpfarrer heißt das 13 Gottesdienste, 4 unterschiedliche Predigten, dazu noch ein Kreuzweg, die Andacht am Osterfeuer. Eine wirkliche Herausforderung, viel Handwerksarbeit beim Vorbereiten, viele Absprachen. Aber das gemeinsame Feiern der vielen Gottesdienste ist immer wieder erfüllend. Ich habe zum Glück, Gott sei Dank, nicht das Problem, dass es weniger als 7 oder 8 Leute irgendwo werden, sondern oft auch deutlich mehr. Aber in die Kirchen zu kommen und dann zu riechen, dass sauber gemacht wurde, das ist eine Freude fürs Pfarrerherz. Die ungezählten Blumensträuße und überhaupt nicht bei einem irgendwie versucht haben zu organisieren, dass es ist, das klappt ja überall von selbst. Und dann miteinander zu feiern, das Leben mit Hoffnung, aber auch mit Tod und Abschied zu teilen. Und dann lautstark zu den Leuten zu sagen, der Herr ist auferstanden. Und dann, also der Bischof könnte sich gut in Dorfkirchen machen oder macht sich ja auch. Die Antwort gehört bei uns dazu und das ist erfüllend und motivierend. Stefanie Schneider, Kirchenmusikerin im Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt. Die Frage, die den Ehrenamtlichen gestellt worden ist, warum engagierst du dich, passt bei den Hauptamtlichen ja nur begrenzt. Natürlich ist es erstmal unser Beruf, aber die Frage ist dann bei uns, warum haben wir den ergriffen? Und bei mir war es so, ich habe während der Schulzeit die C-Ausbildung gemacht und habe einen total engagierten Kreiskantor gehabt, der tolle Angebote gemacht hat. Und da habe ich gesehen, wie schön das Arbeitsfeld ist, wie wunderbar man Menschen damit erreichen kann und ja ihnen auch einfach zeigen kann, was einen selbst bewegt, sowohl musikalisch als auch dann geistlich. Und besonders motivierend finde ich immer solche Begegnungen, wenn man merkt, es passiert auch wirklich was. Da habe ich einen Menschen berührt, entweder dadurch, dass ich was musiziert habe oder dass er mit mir und anderen gemeinsam musiziert hat. Heute Morgen in dem Gottesdienst, das fand ich total schön, wie gut es immer wieder zusammenpasst, sei es der Chor. Man kommt ja nicht regelmäßig zum Proben zusammen und es passt dann doch alles zusammen, der gemeinsame Gesang. Das sind schöne Momente und die sind sehr, sehr wichtig. Und ein Statement von einer Sängerin aus einem meiner Chöre war, gesungen habe ich immer schon gerne, aber ich habe das ganze Leben eigentlich das Gefühl gehabt, ich kann es nicht wirklich. Jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, ich kann auch wirklich singen. Und solche Sätze, die tun einfach gut. Zwei Fragen treiben mich dieser Tage um. Die eine fragt nach dem geistlichen Bedürfnis in Kirche bzw. in den Gemeinden. Und die andere bezieht sich auf den geistlichen oder auf den Stellenwert der geistlichen Dimension im Pfarramt. Ich lese von den vielen Wegen, die da ermöglicht werden, zur Zeit und in Zukunft in den Verkündigungsdienst und freue mich ehrlich darauf, weil ich mir so eine Vielfalt vorstelle, Menschen mit ganz verschiedenen Gaben und auch verschiedenen Wegen, die in den Verkündigung und in die Seelsorge hineingehen.
Und gleichzeitig, wenn ich von all diesen Möglichkeiten, die geschaffen werden, lese, frage ich mich aber auch, ob es tatsächlich in dem Maße ein geistliches Bedürfnis in unserer Kirche, in unseren Gemeinden gibt. Ob das tatsächlich so groß ist, wie da gerade dafür gesorgt wird, dass man versorgt wird. Denn was ich auch beobachte, ist, dass gerne im eigenen Ort Gottesdienst stattfinden kann und das dann manchmal eben doch nur für die 7 Leute. Und dass das geistliche Bedürfnis anscheinend dann doch nicht und die geistliche Sehnsucht doch nicht so groß ist, dass man sich auf den Weg macht und mit anderen Menschen aus Nachbargemeinden gemeinsam geistliches Leben teilt. Und diese Frage nach dem geistlichen Bedürfnis, die bringt mich dann auch zu meiner eigenen Berufung als Pfarrerin. In immer größer werdenden Pfarrbereichen gibt es immer mehr zu managen, zu koordinieren. Da sollen Ehrenamtliche gewonnen und begleitet werden, soll Präsenz in der Öffentlichkeit gezeigt werden, gerne auch medial begleitet. Und mir leuchtet das alles ein und vieles von dem bereitet mir auch Freude. Und dennoch, bei dieser Fülle von pastoralen Aufgaben, die da sind, ist meine Frage, wo eigentlich die geistliche Aufgabe als Pfarrerin ist, welche Erwartungen es da gibt und ob das überhaupt eine Rolle spielt, ob ich auch eine geistliche Person bin. Meine Ausbildung liegt noch nicht ganz so lange zurück. Im Vikariat wurde immer wieder betont, dass von all den Dingen, die wir dort lernen, es auch darum geht, dass wir an unserer geistlichen Existenz arbeiten sollen. Und ehrlich gesagt habe ich in den Inhalten des Vikariats das eigentlich nicht erlebt. Also ich könnte nicht so viele Beispiele zumindest sagen, wo nicht auf Eigeninitiative hin, sondern tatsächlich im Modus der Ausbildung darauf ein Schwerpunkt gelegt worden ist. Nun bin ich seit 4 Jahren im Pfarramt und ich ahne, dass das geistliche Leben, dass mein geistliches Leben und geistliche Gemeinschaft nicht nur im Vikariat, sondern wahrscheinlich auch in dieser ganzen Zeit als Pfarrerin meine eigene Aufgabe sein werden. Und diese Eigenverantwortung will ich auch gerne annehmen und finde das einerseits auch nachvollziehbar und in Ordnung, frage mich aber und bleibe mit der Anfrage zurück, ob eine geistliche Institution nicht tatsächlich auch als Institution Verantwortung für geistliches Leben, geistliche Gemeinschaft und eine geistliche Ausbildung sozusagen ihrer hauptamtlichen Mitarbeitenden dafür Verantwortung tragen sollte. Was macht es manchmal schwer? Auch wenn man ja oft zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen unterscheidet, auch auf der Synode zum Beispiel, so merke ich doch eigentlich so im Miteinander, gerade in dörflichen Strukturen, wir sitzen alle im selben Boot. Und wie man am Film auch schön hat sehen können, ich glaube, Hauptamtliche und Ehrenamtliche machen gleichermaßen die Erfahrung, dass der Pfarrberuf oder die Tätigkeit als Ehrenamtliche, dass es etwas sehr Erfüllendes ist, etwas Wunderbares, aber dass die Bedingungen oft alles andere als wunderbar sind. Und da sind es eigentlich 2 Themen, die ich da immer wieder wahrnehme. Zeit ist das eine große Thema. Wer Zeit investiert in seine Kirche, wer gute Arbeit macht, der hat bald danach noch mehr Arbeit, noch mehr Sitzungen, wird auch wieder angefragt für den nächsten Nominierungsausschuss. Sie alle wissen, wovon ich rede. Und wenn man dann noch in Strukturen ist, wo man vielleicht eine Pfarrerin hat oder einen Pfarrer, die eben nicht auf E-Mails antworten oder wo alles noch mühsamer wird, dann verliert man schnell den Spaß. Also Zeit, das ist was, was betrifft uns Ehrenamtliche und Hauptamtliche gleichermaßen. Und das Zweite, was uns auch beides betrifft, ist eigentlich die ganzen Dinge, mit denen man arbeitet. Der Staubsauger aus DDR-Zeiten, wenn es dir beim Kirchenputz nicht reicht, nimm doch deinen eigenen. Unsere Gemeindesekretärin hat noch Windows XP, soll froh sein, dass sie überhaupt den Job hat. Die Gemeindehausküche hat doch immer gereicht, wozu eine neue Küche mit Geschirrspüler? Mein Pfarrer soll immer erreichbar sein und das Handy kann er von seinem dicken Fahrgehalt doch selbst kaufen. Das war doch schon immer unser Pfarrhaus, das wird nicht verkauft. Die Zählerabstände kann die Pfarrerin ruhig ablesen und wenn dann Samstag 8:30 abends die Mieter mit der verstopften Toilette kommen, sollen sie sich doch auch an die Pfarrerin wenden. Ich erlebe oft auf allen Ebenen und unabhängig von Haupt- und Nebenamt, dass es oft viel Unbarmherzigkeit gibt und viel, dass man gar nicht darauf achtet oder so ein Herz dafür hat, dass Zeit und die Bedingung etwas ist, wo es keine Selbstverständlichkeit ist, sondern wo man Dinge auch verändern
muss, wo man sich Dinge kosten lassen muss. Und das ist ein Problem, das lässt sich, glaube ich, überhaupt nicht mit Kirchengesetzen fassen. Die EKM-Gesetze und Verordnungen, die lassen eigentlich viel Raum. Es ist eher, glaube ich, so ein Kulturproblem, Mentalitätsfrage, wie man damit umgeht. Und dass ich mich manchmal aufrege über die Bedingungen, die es gibt mit Zeit oder mit was man sonst so hat, das tue ich eigentlich, weil ich merke, das nimmt sonst den Ehrenamtlichen und auch uns als Hauptamtlichen viel Freude. Freude am Einsatz einer Kirche und Freude auch am Glauben. Und Sie ja in der Synode, glaube ich, merken das gut. Sie investieren gerade 4 Tage Ihrer Zeit. Und da wünschen Sie auch, dass die Bedingungen ringsherum gut stimmen. Die Technik, das Bild, dass das Präsidium gut die Zeiten einhält, dass alles erreichbar ist, die Papiere auf dem Tisch ist. Das ist selbstverständlich. Und so eine Kultur, dass man eigentlich weiß, dass die, die sich engagieren, die was tun, als Hauptamtliche, als Gemeindepädagogin, als Pfarrerin, auch in der Kirchenmusik, auch als Ehrenamtliche, dass die wirklich auch verdient haben, dass die Bedingungen stimmen. Das ist in meinen Gemeinden, auch in unserem Kirchenkreis und auch darüber hinaus so schrittweise gelingt, das irgendwie auch so zu implementieren, umzusetzen, diese neue Kultur. Das ist was, was ich wirklich feiere, was mich fröhlich macht. Und ich merke, dass das etwas ist, was uns hilft, fröhlich zu glauben und fröhlich auch in unserer Kirche zu leben. Schwierig, das eine, was mir auch manchmal schwierig macht, das ist schon angeklungen, die Zeit. Wenn man so mit offenen Augen durch die Gegend geht, man sieht eigentlich doch immer mal die eine oder andere Arbeit, die getan werden könnte und eigentlich auch will. Aber es scheitert dann an der Zeit. Und wenn ich Anfragen für Orgelunterricht habe, jetzt streng genommen auch aus der anderen Hälfte des Kirchenkreises, für die ich jetzt nicht ganz so zuständig bin, da ist es zurzeit nicht auffangbar und wenn ich dann sagen muss, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, zumal dann eben auch noch die weitere Fahrzeit dazu kommt, das tut echt weh. Manchmal ist es auch Kommunikation. Es gibt tatsächlich im weiteren Verkündigungsdienst manchmal Menschen, die nicht so das Herz für die Kirchenmusik haben. Und der Pfarrer, den das jetzt betrifft, der ist inzwischen im Ruhestand, deswegen ist das wurscht, aber da hatte ich das Gefühl, er möchte mich gerne aus seinen Gemeinden fernhalten. Ich habe manchmal Angebote gemacht für einen musikalischen Gottesdienst oder irgendein Projekt und er hat dann gesagt, och, fragen Sie mal woanders. Witzigerweise hat der gleiche Pfarrer dann sich bei passenden Gelegenheiten immer mal in irgendwelchen Gremien beschwert, ich würde ja nichts bei ihm machen. Das finde ich so ein bisschen schräge Kommunikation und die macht es dann nicht leichter. Ich freue mich, wenn es gute Beispiele gibt, wo man über Berufsgruppengrenzen oder auch über Grenzen von Haupt- und Ehrenamt zusammenarbeiten kann, weil man einfach merkt, da bringt man sich gegenseitig auf gute Ideen. Das ist dann viel schöner. Und ich würde mir manchmal kreative Freiräume wünschen, die es auch etwas angenehmer und leichter machen können, weil ich merke, wenn man seine ganze To-Do-Liste abarbeitet und weiß, ich habe heute Abend noch Chorprobe und ich muss dies und das noch erledigen, dann hat man manchmal nicht so die kreativen Ideen. Die entstehen meistens, wenn man irgendwo, ja wirklich blöd gesagt, in der Gegend einfach nur stumpf rumguckt oder spazieren geht oder sowas. Aber das sind manchmal auch wichtige und wertvolle Dinge, die man mit einbringen kann. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass da auch Möglichkeit zu besteht. Liebe Schwestern und Brüder, meine Kollegin, Regionalbischöfin Schlauraff, hat unseren Bericht eröffnet. Wir haben die Antworten unserer Mitchristinnen und Mitchristen aus den Gemeinden gehört und die 3 Resonanzen von den Hauptamtlichen aus dem Verkündigungsdienst. Und was folgt jetzt? Keine lange Rede, keine Schlussfolgerung, keine Fazite, keine Forderung. Lieber Micha, ich habe es verstanden. Daher sehr, sehr knapp zum Abschluss unseres Berichtes 2 Stichworte, Zeit, eine Stichwort, und Gemeinde als Heimat und Zuhause, das andere Stichwort. Stichwort Zeit oder besser Zeitmangel. Das Signal Zeitmangel ist ja in zweierlei Hinsicht hörbar. Positiv, ja, ich möchte mehr Zeit haben. Das haben wir bei einigen Beiträgen deutlich gehört. Um mich in der Gemeinde zu engagieren oder kritisch als Red Flag
als rote Fahne. Es ist zu viel, es reicht mir. Das Gefühl des Mangels, wo die einen von den anderen etwas erwarten, was die anderen nicht geben können oder nicht geben wollen, das haben wir auch gehört. Das da nicht selten auch in Vorwurfshaltung formuliert wird, von der einen und der anderen Seite. In einem selbstgewählten Ehrenamt, liebe Schwestern und Brüder, kann ich selbst entscheiden, wie viel Zeit, Energie ich bereit bin, vor Ort einzubringen und übernehme Verantwortung. Und ich werde nicht subtil und in einer Kettenreaktion verantwortlich gemacht. Bruder Blischke hatte das schön formuliert. Das zweite Stichwort, ganz knapp, Gemeinde vor Ort als Heimat und als Zuhause. Viele, viele, Gott sei Dank, viele unterschiedliche Menschen bringen sich mit ihren Gaben in unseren Gemeinden ein. Sie fühlen sich wohl, wenn sie die Kirche, ihre Gemeinde als Zuhause erleben, als Ort, an dem sie willkommen sind, an den sie gerne kommen, an dem sie gebraucht werden. Wie aber finden Menschen in unseren Gemeinden den passenden Ort für sich? Sie fühlen sich wohl, wie gesagt, wenn sie da zu Hause sein können. Und das heißt übersetzt, ich will dazugehören. Das Stichwort dazu ist in der Soziologie Belonging. Ich möchte dazugehören, ich möchte mich dort einbringen und den Ort als Zuhause erfahren. Gemeinde und Kirche als Zuhause, als Heimat. Wie dieses Belonging mit einer Öffnung nicht nur in die konfessionslose oder religiös nicht orientierte Nachbarschaft möglich ist, das haben wir oft diskutiert. Aber ich möchte den Blick werfen auf die fremden, unbekannten, religiös verorteten Menschen, die zu uns kommen. Die sind meistens wenig im Blick. Die berühmte KMU-Studie bezieht sich immer auf Mitglieder der verfassten Kirchen. Die anderen sind in der Regel nicht im Blick. Aber auch andere religiöse Gruppen, die zu uns kommen und die in unseren Kindergärten manchmal ganz seltsame Erfahrungen machen, wenn eine Mutter sagt, mein Kind isst kein Fleisch, damit sie das irgendwie mitteilen kann, dass es kein Schweinefleisch essen soll. Dann ist es besser, sie sagt, mein Kind isst kein Fleisch, und die Erzieherin sagt, wir kochen doch gut, was soll denn das? Also so viel Undankbarkeit. Jetzt kommen sie auch von außen und von fremd und jetzt wollen sie nicht mal unser gutes Fleisch essen. Nur als kleines Beispiel. Kommt zum Schluss der Wunsch nach Netzwerkbildung vor Ort, liebe Schwestern und Brüder, ist sehr, sehr deutlich. Ich denke, dass die guten Erfahrungen der Erprobungsräume, wir sind ja als Kirche praktisch ein Erprobungsraum, das ist, muss man deutlich sagen, die EKM ist der Erprobungsraum schlechthin in einer Kultur des Übergangs, dass wir diese Erfahrungen weitergeben müssen, auch an die, die nicht in die Position des Erprobungsraums gekommen sind oder einfach das zu führen. Ich höre auf, herzlichen Dank. Der nächste Bericht, so Gott will und wir leben, wir beide, Bettina Schlauraff und Johann Schneider, am 23. April 2026 im Kollegium Maius in Erfurt.